Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed 2. Hier ist euer Don. So, willkommen zurück für eine weitere Folge. Wir starten gleich wieder durch. Und zwar waren wir bei dem Gonfaloniere. Und wir werden... Ist das nicht verboten? Naja, nicht mein Problem. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und weiter auch. So, leider sind wir immer noch gesucht. Daher müssen wir uns immer weiter noch auf den Dächern herumbewegen. Nur Baldassare, der große Schneider, kann euch zum Ziel des Neids aller eurer Mitbürger machen. Kommt in sein Geschäft. Seht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Luigi, der Fischhändler aus San Marco, möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. Nirgends werdet ihr frischeren Fisch zu niedrigeren Preisen finden als bei ihm. Okay, das ist unser nächstes Ziel. Perspektiv, hier fängt unsere neue Mission an. Los geht's. Stati attenti! Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Und erlässt er dies, droht ihm eine Strafe. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung... zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Aber Tetelo. Lauf jetzt los, Junge! Und zwar schnell! Ja. Das machen wir so. Und weg sind wir. So, ein bisschen.
Das wäre es für diese Folge. Und somit auch Sequenz 1 beendet. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere Folgen sehen möchtet, dann wisst ihr, was zu tun ist. Mittlerweile kennt ihr sicherlich den magischen Knopf zum Abonnieren. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.